Seid gegrüßt, ihr da draußen, und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge mit dem Landwirtschaftssimulator 2015 und meiner Wenigkeit. Wie bereits angekündigt, im vorhergehenden Video werde ich mich heute, oder beziehungsweise in dieser Folge, es ist ja im Prinzip kurz nach dem Sen, werde ich mich mit dem Spritzen des Doppel-A-Herbizids beschäftigen. Doppel-A oder Doppel-C können wir ja nehmen. Ich werde mich für Doppel-A entscheiden. Was davon ist eigentlich egal, denke ich. Da gibt es keinen Unterschied. Oder zumindest weiß ich den Unterschied jetzt auf die Schnelle nicht. Da füllen wir das Ganze jetzt einfach mal hier ratzfatz auf. Ich kann nochmal schnell. Das hier geht im Übrigen wieder die IC-Steuerung ohne den HUD. Als Gerätschaft habe ich hier diese Lehmkennspritze, die Sirius 8 und ein Fronttank dafür. Und unterwegs sind wir mit dem Acrustar 638. Den kennen ja einige von euch, die mich schon länger verfolgen aus meinen vorhergehenden Videos. Gerät zuerst auffüllen. Ja, das ist korrekt. Bin ich zu weit weg vom Trigger? Oder was ist hier? Da muss ich das zuerst auffüllen? Ja, gut, dann füllen wir einfach zuerst den Frontkanister. Da sieht man auch hier sehr schön die Füllstandanzeige, wie die hochgeht. Das Ganze funktioniert dann auch hinten oder sollte zumindest auch hinten funktionieren. Aber aus irgendeinem. Doch, jetzt können wir. Sehr schön. Das befüllen wir auch. Und am Schluss haben wir dann, glaube ich, 2800 oder 2900 Liter und 24 Meter Arbeitsbreite. So, NPK ist jetzt aber nicht an der Reihe, deshalb werden wir über O noch unser richtiges Mittel auswählen. Doppel-A wollen wir haben. Das Ganze soll sich auch vorne drin befinden. So, sehr schön. Da haben wir unsere Herbizide. Tür machen wir zu hier. Und dann können wir auch schon aufs Feld starten. Ich werde jetzt ganz frei ohne GPS-Unterstützung einfach mal eine Runde rumfahren, um quasi die erste Fahrspur einzufahren. Das einfach frei Schnauze, wenn es da ein bisschen zur Überlappung am Rand kommt oder zu anderen Bahnen, wenn wir schon gespritzt haben, gut, dann ist das eben so, dann muss ich daraus lernen und korrigiere das immer ein bisschen aus. Und dann soll das soweit okay sein. Jetzt müssen wir nochmal schnell, gut, den Hinterrahmen mal ausgewählt. Dann klappe ich die nämlich erstmal aus. Dann werden wir mal gucken, wie weit wir rum müssen. Weil GPS-Mod schön und gut, aber es muss auch mal ohne gehen. Ja, viele Fehler kann ich mir jetzt hier in den Fahrspuren nicht erlauben. Denn ich fahre ja dann die Frucht platt. Mehr als 12 km/h ist jetzt hier nicht drin mit der Spritze und dem Schlepper. Das ist aber auch, denke ich, ganz in Ordnung. Würde sicherlich noch schneller gehen, aber naja. Ja, denn die Fahrspuren, die ich hier fahre, die werden bleiben. Das ist ja im Drive Control Mod sogar, glaube ich, jetzt mit fest verbaut. Ansonsten habe ich noch einen anderen Mod drin oder drin gehabt, der die Frucht oder der dafür sorgt, dass die Frucht platt gefahren wird, wenn ich drüber heize. Damit das ja auch alles schön realistisch bleibt. Er zerrt hier zuerst vom hinteren Tank. Und dann sollte er vom vorderen Tank ziehen. Mal schauen. Ich muss hier relativ viel gucken. Dass ich hier keine allzu großen Fehler mache. So sieht das doch schon mal solide aus.
Also, wie gesagt, einmal die Runde rum. Und dann müssen wir, denke ich mal, direkt wieder auftanken. Oder? Wie sieht das aus? Naja, mal schauen. Und dann fahren wir mal noch eine Bahn hoch und runter. Wenn es die Zeit erlaubt. Und dann soll es das auch schon gewesen sein. Ich werde euch natürlich dann... Ich habe das ja in dem vorhergehenden Video auf diesem Excel-Sheet oder diesem Tabellensheet gezeigt, also auf dieser Datei, auf der Sollberechnung, dass ich dann noch zweimal NPK ausgeben muss. Dazu werde ich euch dann nicht mitnehmen. Das ist ja auch langweilig, ständig nur dasselbe zu sehen. Das mache ich dann quasi hinter der Kamera oder beziehungsweise im Off, wie man so schön sagt. Wen das trotzdem interessiert mit den ganzen Nährstoffen, ich habe auf meinem Kanal eine Playliste zum Säulenmod. Da sind ein, zwei Videos drinne zu Nährstoffen, wo ich auch nochmal ein bisschen was erkläre und auch nochmal ein bisschen was verlinke. Und für alle, die es kennen, geht es dann hier im nächsten Video auch mit anderen Arbeiten weiter, denn ich habe ja immer noch keinen Naturdünger. Gülle, Stroh etc. Also der Milchviehbetrieb muss aktiviert werden, Schweinemast muss aktiviert werden. Eventuell auch die Rindermast, muss ich aber gucken, dass mich das nicht irgendwo überfordert dann. Ich bin ja auch nur alleine unterwegs. Auf jeden Fall müssen die Sachen aktiviert werden, da muss eingestreut werden, da muss der GEA-Feeder befüllt werden und so weiter und so fort. Und das werden dann so die nächsten Arbeitsschritte sein, diese ganze Inbetriebnahme, Fütterung und so weiter und so fort. Ein bisschen Kraftfutter haben wir ja schon. Das kann ich den Kühen dann gleich spendieren, sodass die Produktivität möglichst hoch ist. Was sagt der Füllstand? 1200 Liter, das könnte eng werden. Aber das funktioniert ganz gut hier. Gefällt mir die Spritze. Die ist auch über die linke Maustaste höhenverstellbar. Niedrigste Stufe reicht uns jetzt aber hier, denn wir haben ja noch keine Frucht hoch stehen, sondern ist ja noch im Boden drin. Wenn wir hier fertig sind, werden wir nochmal kurz eine Bodenkontrolle über das Soil-Info-Hut machen. Ob das auch so alles passt, was wir hier gemacht haben. Ja, also das ist natürlich mit den ganzen Herbizid, NPK, Düngung, hat man sehr, sehr viel auf den Feldern zu tun und muss wirklich gut aufpassen, dass die Werte alle stimmen. Auch Kalk fahren müssen wir. Oh, jetzt ist da draußen wieder richtig schön laut. Ja, das ist der Nachteil der Großstadt. Da ist richtig viel zu tun und gerade bei solchen großen Schlägen und wenn man dann auch noch allein unterwegs ist, nicht, dass ich das nicht gern mache, aber das ist viel zu tun und man muss viel aufpassen. So, jetzt zieht er aus dem Vordertank. Das funktioniert also auch ganz gut. Dann war das anscheinend kein Fehlkauf. Aber man soll den Tag ja nicht vom Abend loben. Und wer weiß, ob noch irgendwelche Fehlerchen auftauchen. Was sagt der Tank? 430 Liter, das wird eng. Sehr eng sogar. Ja, das ist eben das... Oh, hier sind wir ein bisschen weit rausgekommen. Das Ding, wenn die Felder nicht quadratisch oder rechteckig sind. Was ich schade fände, weil ich finde es geil, wenn die so wie in der Realität eben nicht kerzengerade sind, sondern mal ein paar Rundungen, ein paar Ecken und ein paar Kanten drin haben. Finde ich wesentlich geiler. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir wieder auf unserer Spur landen. Ah... Da sind wir auch schon leer. Gut. Okay, was soll's. Achso, hat brauchen wir ja nicht.
Schauen wir uns das, wie gesagt, mal eben schnell an. 1 Tag A. Da haben wir es, A und plus 3 Tage. Das heißt, die Entscheidung, 2 mal doppelt A zu machen, ist gut, denn wir haben ja 6 Tage in Summe, inklusive der Ernte sind wir bei 6 Tagen. Das heißt, wenn ich dann 2 mal A ausführe, also nach 3 Tagen hier das nächste Mal, das kann ich mir gleich mal aufschreiben. Über G haben wir ja dieses Notizbuch. Und Notizname ist Doppel A Feld. Ich nenne es jetzt einfach mal 1. Ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, wie es ist. Nach 3 Tagen erneut Doppel A ausbringen. Speichern. So. Das heißt, 3 Tage, dazwischen machen wir ein bisschen MPK und dann kommt nach 3 Tagen wieder Doppel-A, das reicht für die nächsten 3. Und dann sollte uns das Unkraut am Popo vorbeigehen, beziehungsweise gar nicht erst auftauchen. Das wäre natürlich prima. So, jetzt filmen wir das Ganze noch schnell auf und dann werde ich euch auch schon entlassen. Dazu klappen wir aber das Gerät nochmal ein. Sonst kommen wir ja nicht durch die Einfahrt durch. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, auffüllen. Achso, ja. Wechseln kann ich erst nach dem Betanken. Das ist richtig teuer. Richtig teuer. Verdammt. So, Doppel A. Und das Ganze möchte ich jetzt auch noch für den vorderen Tank machen. Geht das nicht? Doch. Das geht. Und dann kann ich auch im Prinzip schon wieder weitermachen. Das Ganze ein paar Mal hoch und runter. Und dann ist es das auch schon. Fahren wir nochmal schnell zurück. So, Info hat, können wir ausmachen. Brauchen wir nicht. Das passt soweit alles, wie wir es in den ersten Schritten geplant haben. Ausklappen, ja, genau. Ausklappen, so. Da sehe ich natürlich nichts. Eine Bahn ziehen wir mal noch schnell. Zumindest fangen wir damit an. Ja. Ups, da mal eine gute. Achso, ja, stimmt. Das ist ja der Punkt, wo ich zurückgesetzt habe. Aber so sieht das Ganze aus. Also bis jetzt ist hier diese Kombination mit Tank und Spritze echt empfehlenswert. Gefällt mir ganz gut.
Auch wenn ich mich hier wiederhole. So, die Bahn ziehen wir noch schnell durch, würde ich sagen, ne? Und dann war's das auch erstmal. Ich halte euch über Bilder mal auf dem Laufenden. Wir werden auch so in den Folgevideos, sollten wir hier in der Nähe des Hofs sein, immer mal vorbeigucken, was das Feld so hübsches macht. Ich kann mal noch die Spiegel verstellen, das ist gar nicht so blöd. Ansonsten versorge ich euch mit Bildern auf dem Google Plus Account von mir. Wer dort ab und an mal drauf guckt, der kann dann entsprechende Bilder sehen. Wie sich das hier entwickelt. Ich werde das auch immer überprüfen, ob wir irgendwo doch noch Unkraut haben. Sollte das der Fall sein, dann wissen wir, dass wir was falsch gemacht haben. Aber keine Sorge, das wird's nicht. So, Fahrspur. Ja, ein bisschen zu früh aufgehört, aber gut. Ein Joystick. So läuft das Ganze. Aber gut, ich werde euch an der Stelle jetzt erstmal entlassen. Ich denke, das wird so ganz gut klappen. Ja, solche Stellen hier, ne? Das ist einfach mal egal. Hier sehen wir schon das Übel, wie das schon wieder durchsticht. Das wird jetzt dann also in den nächsten Tagen verschwinden, sodass unsere Pflanzen genug Nährstoffe haben und es nicht vom Unkraut geklaut wird. Ansonsten ist das von mir hier bei der Maschine eine ganz klare Empfehlung. Super Gerät. Texturen finde ich in Ordnung. Arbeitet gut, so soll es sein. Ja, okay, an der Stelle hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn wir uns um ein paar andere Arbeitsschritte kümmern. Bis dahin habt eine schöne Woche und wir sehen uns. Macht's gut. Und wir sehen uns. Macht's gut. Und wir sehen